Hallo zusammen. Ich finde Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien so geil. Warum? Nicht, weil sie schön sind oder sonst irgendwie was, sondern der Grund steht in diesem Katalog schon seit Jahren. Über 80% der Störungen sind auf mangelnde Stromversorgung zurückzuführen. Ihr wisst, mein Hauptgeschäft sind mobile Kühlung, ob das für 12 Volt, für Tierärzte, Alphütten, Züge, Boote, auch ein paar Camper, Transportwagen für Medizintransporte und so weiter. 12 Volt Kühlgeräte. Wenn ich die an einer Bleibatterie anschließe, habe ich eine Normspannung von 12 Volt. Bei der Lithium, und das finde ich so geil, da habe ich 12,8 Volt. Warum? Alle diese Kühlboxen hier, die schalten bei 10,5 Volt aus und kommen bei 12 Volt wieder. Und im Sommer rufen mich Leute an, ja, die Kühlbox geht nicht. Mit dem habe ich zum Beispiel kein Handy mehr. Da gibt es so Verrückte, die kennen meine Handynummer. Und dann rufen die an, wenn ich Samstag oder Sonntag irgendwo bin. Ihre Kühlbox geht nicht. Sie sitzen jetzt hier irgendwo auf dem See draußen. Und das Bier ist warm. Ja. Ja, lass mal den Motor laufen. Nee, wir sitzen gerade gemütlich in der Bucht und lässt den Motor laufen. Da geht die Spannung hoch vom Schiff oder beim Segelboot geht dann das nicht, weil sie haben keinen vernünftigen Motor drin. Ja, aus diesem Grund kann ich, wenn eine Lithium-Batterie, guck mal auf dem App, so sieht ein App aus, zum Beispiel von unserer Batterie, und da steht 97% geladen. Wenn dann da 0 steht, dann ruft er mich vielleicht nicht an. Oder montagsmorgen, wenn ich dann in der Firma bin, rufen die an, ja, die Kühlbox hat nicht funktioniert am Wochenende. Ja, aber so haben die Leute das im Blick, weil mit dem Voltmeter messen, ob da Spannung ist auf der Batterie, geht nicht. Der im Schrebergarten hat am Samstagabend eine geile Party gemacht, hat mehr als 2 Bier getrunken, Sonntag hat er es überlebt, Montag war er wieder nüchtern, da ruft er an, am Sonntag hat die Kühlbox nicht funktioniert. Ja, klar, der hat so viel in die Kühlbox reingeschmissen, dass ihm die Batterie leer gezogen hat. Aber bei der Bleibatterie sehe ich nicht, wie viel das drin ist. Dann kommt es dazu, weil ich halt statt 12 Volt 12,6 Volt habe, ist auch ein Spannungsabfall bei einer schlechten Isolationszuleitung nicht so gravierend. Auch die Lithium, die hat eine Spannung bis zum Ende und dann fällt sie ab. Eine Bleibatterie, die geht schön langsam zurück. Das heißt, ich habe da schon Probleme. Das hängt aber nur von der schlechten Installation ab. Da mache ich euch ein Video, bitte so nicht, wie ihr Kühlboxen anhängt. Das war jetzt der mit dem Handy. Schreib mir an, wie lange wir das Geschäft offen haben heute. Das passiert im Sommer regelmäßig. Da klingelt es. Dann schmeiße ich das Ding wieder beim Autofahren zum Fenster raus. Und ich hoffe, dass in Zukunft, wenn immer mehr Lithium-Batterien drin haben, weil einer halt noch eine Bleibatterie reinhängt, dem ist nicht zu helfen. Auch diese Schrebergartenbesitzer brauchen viel Strom, weil sie viel kühlen. Oder sie haben so ein Rustico irgendwo in den Bergen.
haben Besuch die ganze Woche, ist lustig, sie trinken, die bringen die Ware hoch, weil sie ja nicht bis hinfahren können. Da kommt einfach die Solaranlage nicht mehr nach. Wichtig ist ja nicht nur, was die Kühlbox rauszieht, wichtig ist auch, was reinkommt. Ob ich dann Ladebooster habe vom Motor, Solarzellen oder Landanschluss und die Batterie immer nur übers Ladegerät lade. Ja, aber wer ist der Letzte in der Kette? Der mit der Kühlbox, die kühlt nicht. Und aus diesem Grund finde ich Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien so geil, vor allem die mit dem App zusammen. Da sehe ich, wie viel Spannung das drauf ist. Ich sehe, was rausgeht. Ich sehe, wie viel das sie prozentual geladen hat. Es gibt Apps, da sehe ich noch die Restkapazität drin. Ja. Aus diesem Grund freue ich mich auf einen schönen, warmen Sommer und dass immer mehr solche Batterien haben. Wenn es so weitergeht, eine Bleibatterie hält ja 7 Jahre im Schnitt. Dann haben wir theoretisch in 7 Jahren nur noch Lithium-Batterien im Programm und viel weniger Kunden, die anrufen, ja, Kühlbox geht nicht. Es liegt nicht an der Kühlbox, es liegt meistens nur an der Batterie. Oder an der Stromversorgung. Ich wünsche euch einen schönen Tag.